Apologeten haben diese Vorstellung, ja, wenn sie nur mit tollen Argumenten in einer tollen Debatte daherkommen würden und beweisen, dass der Herr Gott ist und dass die Bibel Gottes Wort ist, ja, dann würden sich Leute bekehren. So. Dann würden sich all die Atheisten bekehren. Aber ist das, was wir in der Bibel sehen? Ich meine, die Bibel sagt in Johannes 12, Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Es gibt Menschen, die können noch so viele Zeichen und Wunder sehen, sie werden nicht glauben, weil sie nicht glauben wollen, weil sie den Herrn ablehnen. Und was wir hier lesen, ist natürlich Verwerfungslehre, dass Gott manchen Menschen das Herz verstockt, dass sie nicht mehr glauben können. Und es ist nicht interessant, dass wir diese Verse ausgerechnet im Johannesevangelium finden, in dem Evangelium, das geschrieben wurde, damit wir gerettet werden, in dem einfachsten Evangelium. In dem einfachsten Evangelium finden wir gleichzeitig auch mit dem eindeutigsten Vers überhaupt, der eben eindeutig sagt, dass es Menschen gibt, die den Herrn ablehnen und denen Gott das Herz verstockt, sodass sie nicht mehr glauben können. Dann kommen diese Christen daher heutzutage, ja, es gibt immer eine Chance für jeden. Was? Ich meine, hier heißt es eindeutig, darum konnten sie nicht glauben. Warum? Denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen, sich bekehren und ich sie heile. Gott hat ihnen die Augen verblendet, das Herz verhärtet. Gott wollte nicht mehr, dass sie gerettet werden. Warum? Jesus hat all die Zeichen und Wunder getan und sie wollten ganz einfach nicht glauben. Das heißt, sie haben mehr als genug Chancen bekommen. Trotzdem sie die Zeichen gesehen haben, haben sie nicht geglaubt, sondern sie haben den Herrn abgelehnt. Dann hat Gott ihnen das Herz verstockt, sodass sie nicht mehr glauben konnten.